was trying to impress Truman. He thought it was something that Truman would like to hear, and he got that wrong a lot. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der Dinge, die Oppenheimer faktisch richtig erzählt hat. Straws would deliberately destroy the name and reputation and government position of Robert Oppenheimer. And when he destroyed something, he destroyed it thoroughly. In dieser Liste untersuchen wir die historische Genauigkeit von Christopher Nolans Film über den Vater der Atombombe. Im Gegensatz zu einigen anderen Biopics hat Nolan seine Hausaufgaben wirklich gemacht. Es gibt ein paar Spoiler für Cineasten und Geschichtsinteressierte. Warst du von Oppenheimer beeindruckt? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Kitty Puning war verheiratet, als sie Oppenheimer traf. Als Oppenheimer seine zukünftige Frau kennenlernte, war Catherine Puning bereits mit Richard Stuart Harrison verheiratet. Tatsächlich hatte Oppenheimer zwischen seiner Trennung von Jean Tedlock und der Heirat mit Puning mehrere Freundinnen. Fast alles über ihr Werben ist jedoch korrekt, vom Kennenlernen bei einer Gartenparty bis hin zu Oppenheimers Einladung an Puning und Harrison auf seiner Ranch in New Mexico zu wohnen. Harrison lehnte ab, aber Puning nahm an. Als Puning mit Oppenheimers Kind schwanger wurde, stimmte Harrison eine Scheidung zu, damit sie wieder heiraten konnte. They fell in love and by 1940 she was pregnant. Nach der Geburt von Sohn Peter musste das Paar eine schwierige Umstellung durchmachen und vertraute das Baby einen Sommer lang seinem Freund Harkin Chevalier und einer Krankenschwester an. Später bekamen die Oppenheimers eine Tochter namens Toni, die sie eine Zeit lang der Mutter Pat Scher aus Los Alamos anvertrauten. Platz 9. Oppenheimer hat Niederländisch in 6 Wochen gelernt. Zu Beginn des Films hält Oppenheimer einen Vortrag in den Niederlanden. Der einzige anwesende Amerikaner ist der Physiker Isidor Isaac Rabi, der annimmt, dass er für alle anderen übersetzen muss. Es ist genau andersherum, denn Oppenheimer hat nur für diese Rede 6 Wochen lang Niederländisch gelernt. Obwohl angedeutet wird, dass Oppenheimer und Rabi später auf einer Zugfahrt Freundschaft schlossen, lernten sie sich tatsächlich erst in Leipzig kennen. Oppenheimer war jedoch ein Naturtalent, wenn es um das Erlernen von Sprachen ging. Neben Englisch und Niederländisch beherrschte er auch Französisch, Deutsch, Griechisch und Latein. Er studierte sogar Sanskrit, eine heilige Sprache aus Indien. Durch seine Sanskrit-Studien lernte er die Bhagavad Gita kennen, die Oppenheimers Weltanschauung weitgehend prägte. Now I am become death, the destroyer of worlds. Platz 8. Die Leute dachten, Oppenheimer könnte keinen Hotdog-Stand betreiben. Oppenheimer war ein brillanter Kopf, aber nur wenige hielten ihn für qualifiziert, das Geheimlabor des Manhattan Projects zu leiten. He was kind of this ethereal personality. He had no record of having big achievements. Er hatte nie eine solche Führungsposition inne. Seine politischen Neigungen ließen Autoritätspersonen zögern und er hatte nicht einmal einen Nobelpreis. One of the scientists who knew Oppenheimer said, "This is a man who couldn't run a hot dog stand." Wie im Film dargestellt, behauptete eine von Oppenheimers Kollegen, er sei nicht in der Lage, einen Hotdog-Stand zu leiten, geschweige denn ein Atomwaffenprogramm, das den Zweiten Weltkrieg entscheiden würde. Dennoch sah General Leslie Richard Groves in Oppenheimer etwas, was nur wenige andere sahen. Zitat: übersteigerter Ehrgeiz. Mit Groves als Leiter des Projekts übertrug er Oppenheimer die Leitung des Los Alamos Laboratory. Selbst als andere betonten, dass Oppenheimer ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte, vertraute Groves ihm, dass er die Hotdogs kochen würde. Oppenheimer, you were immediately impressed. You couldn't help it. There wasn't a better man. Platz 7. Sowjetische Spione im Manhattan Project. Obwohl Oppenheimer letztendlich kein Sicherheitsrisiko darstellte, gab es immer noch Spekulationen über Spionage im Zusammenhang mit dem Manhattan Project. There were rumors of espionage unsubstantiated. Los Alamos. There's no proof there was a spy at Los Alamos. Selbst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs führte der wachsende Konflikt zwischen Amerika und Russland dazu, dass viele glaubten, dass atomare Geheimnisse an die Sowjetunion weitergegeben wurden. Diese Befürchtungen waren nicht unbegründet. They won't let me leave. I won't let you leave. Tatsächlich gab es mehrere sowjetische Spione in Los Alamos, darunter der Maschinist David Greenglass, der Ingenieur Oskar Seebohrer und der Physiker Theodore Hall. Der wohl prominenteste Spion war der theoretische Physiker Klaus Fuchs, hier gespielt von Christopher Denham. Fuchs gab Informationen über die Atom- und Wasserstoffbombe weiter, die es den Sowjets wahrscheinlich ermöglichten, ihre eigene Atombombe zu testen. Fuchs' Beteiligung führte schließlich 1950 zu seiner Verhaftung. Er wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt, von denen er schließlich 9 Jahre absaß, bevor er nach Deutschland zurückkehrte.
Platz 6, seine leidenschaftliche und komplizierte Beziehung zu Jean Tedlock. Bevor er Kitty Punin kennenlernte, ging Oppenheimer eine Liebesbeziehung mit Jean Tedlock, einer Studentin in Stanford, ein. Tedlock lernte Oppenheimer bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung kennen und machte ihn mit vielen kommunistischen Idealen vertraut. Historiker bezweifeln, dass Oppenheimer offiziell der kommunistischen Partei beigetreten ist, wie es Tedlock tat. Probably a reasonable interpretation to say he was somewhat obsessed with her. She was a communist. He was interested in communist ideas. Allerdings glaubte er an viele Konzepte, die mit der linksextremen Gruppe verbunden waren, und spendete sogar Geld für bestimmte Zwecke. Jean Tedlock was blunt, knew what she wants, but at no point is she ever punished for that. Obwohl Oppenheimer Tedlock sehr schätzte und ihr zweimal einen Heiratsantrag machte, zögerte sie, diesen Schritt zu tun. Nach der Heirat mit Punning ließ Oppenheimer seine Beziehung zu Tedlock wieder aufleben und verbrachte mitten im Manhattan Project die Nacht zusammen in San Francisco. Dies sollte das letzte Mal sein, dass Oppenheimer Tedlock sah, die sich einige Monate später das Leben nahm. Einige vermuteten ein falsches Spiel, aber andere verwiesen auf Tedlocks Depressionen als Beweis für das Gegenteil. Platz 5. Oppenheimers Freundschaft mit Albert Einstein. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Einstein direkt an der Entwicklung der Atombombe beteiligt war. Obwohl er einen Brief an den Präsidenten mit unterzeichnete, in dem er die Erforschung der Atomenergie befürwortete, sagte Einstein, Zitat, ich betrachte mich nicht als Vater der Freisetzung der Atomenergie. Mein Anteil daran war eher indirekt. Wie wir im Film sehen, war Einstein jedoch mit dem Vater der Atombombe befreundet. Die beiden trafen sich zum ersten Mal, als Einstein 1932 Caltech besuchte, und es begann eine fast 30-jährige Freundschaft. Später wurde Oppenheimer Direktor am Institute for Advanced Study, was ihn im Grunde zu Einsteins Chef machte. Während ihr Gespräch am Teich wie eine kreative Freiheit wirkt, vermittelt die Szene ihren gegenseitigen Respekt füreinander und ihre Angst vor einem zukünftigen Atomkrieg. Albert says, but Robert, you are Mr. Atomic. You don't need them, they need you. Just walk away. Platz 4. Die Rolle von Louis Strauss in Oppenheimer Security Hearing. Robert Downey Jr. spielt Louis Strauss, einen Treuhänder des Institute for Advanced Study, der eine tiefe Abneigung gegen Oppenheimer entwickelt. The Russians have a bomb. We're supposed to be years ahead of them, but what were you guys doing in Los Alamos? Der Film legt nahe, dass die Feindseligkeit zwischen den beiden ursprünglich von einem Treffen in Princeton herrührte, bei dem Oppenheimer etwas zu Einstein sagte, ohne Strauss zu informieren. And how many people were in these open discussions? Too many compartmentalization was supposed to be the protocol. We were in a race against the Nazis. Ob das nun stimmt oder nicht, der Antikommunist Strauss war selten einer Meinung mit Oppenheimer. Es war nicht hilfreich, als Oppenheimer Strauss bei einer Anhörung demütigte. I have just returned from the Pacific Proving Ground, where I witnessed a test. Nicht lange nachdem er Vorsitzender der US-Atomenergiekommission geworden war, leitete Strauss die langwierigen Sicherheitsanhörungen, die dazu führten, dass Oppenheimer seine Sicherheitsgenehmigung entzogen wurde. Oppenheimer hatte zwar auch andere politische Feinde, aber Strauss gilt als derjenige, der die Bombe platzen ließ, die seinen Geist zerbrach. He felt he couldn't give up his security clearance. He couldn't agree with them that he wasn't fit to serve his government. Platz 3. Oppenheimer hat einen Apfel vergiftet. Oppenheimer wird für immer mit der Atombombe in Verbindung gebracht werden, aber ein vergifteter Apfel hätte genauso gut sein Vermächtnis bestimmen können. Wie der Film schildert, war Laborarbeit während seines Studiums in Cambridge nicht Oppenheimers Stärke. Das brachte ihn in Konflikt mit seinem Tutor Patrick Blackett. Oppenheimer verunreinigte deshalb einen Apfel mit giftigen Chemikalien und legte ihn auf Blacketts Schreibtisch. Der Film suggeriert, dass Oppenheimer einen plötzlichen Sinneswandel hatte und den Apfel wegwarf, bevor Niels Bohr, gespielt von Kenneth Branagh, in ihn hineinbeißen konnte. An dieser Stelle verlagert sich der Film in die Fiktion, denn die Universität wurde tatsächlich auf den Apfel aufmerksam und hätte Oppenheimer beinahe auf Bewährung entlassen. Da jedoch niemand den Apfel aß, gelang es Oppenheimers Eltern, die Universität zu einer milden Strafe zu bewegen. Platz 2. JFK hat gegen Strauss gestimmt. Truman needs to know what's next. What's next? Strauss hatte Oppenheimer zwar seine Sicherheitsfreigabe entzogen, aber seine manipulativen Methoden würden ihm zum Verhängnis werden. Als Strauss Amtszeit bei der AEC endete, strebte er das Amt des Handelsministers an. Obwohl Strauss die Unterstützung von Präsident Eisenhower hatte, war der Senat geteilter Meinung über ihn. Wissenschaftler sprachen sich vehement gegen die Bestätigung von Strauss aus und brachten seine kleinliche Vendetta gegen Oppenheimer ans Licht. Während der Senat Strauss aus verschiedenen Gründen kritisch gegenüberstand, wurde ihm dies wahrscheinlich zum Verhängnis.
Ergebnis. Letztendlich scheiterte die Nominierung von Strauss mit einer Senatsabstimmung von 46 zu 49 Stimmen. Zu denjenigen, die gegen Strauss stimmten, gehörte John F. Kennedy, der gerade begann, sich im Senat einen Namen zu machen. Als Präsident fast ein Jahrzehnt später verlieh Kennedy Oppenheimer den Enrico Fermi-Preis. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Präsident Truman hat Oppenheimer als Heulsuse bezeichnet. Oppenheimer war zwar der Meinung, dass die Bombe gebaut werden musste, doch seine Kreation hinterließ bei ihm zwiespältige Gefühle. Besonders kritisch sah er die Bombardierung von Nagasaki, da er der Meinung war, dass Hiroshima schon genug war. Aus Sorge um die Zukunft der Atomwaffen arrangierte er ein Treffen mit Präsident Truman. Oppenheimer's agenda is to persuade Harry Truman of the importance of controlling this technology. Oppenheimer fand es naiv und töricht, als Truman behauptete, dass die Sowjetunion niemals eine eigene Bombe herstellen würde. Das Gespräch eskalierte, nachdem Oppenheimer sagte, Zitat, ich habe das Gefühl, dass ich Blut an meinen Händen habe. Angeblich reichte Truman Oppenheimer spöttisch ein Taschentuch und behauptete, er habe noch mehr Blut an seinen Händen. Truman was just, get that guy out of my office. I was the one who made the decision. Truman nannte Oppenheimer einen weinerlichen Wissenschaftler und erklärte, er wolle ihn nicht mehr in seinem Büro sehen. Dennoch verlieh Truman Oppenheimer ein Jahr später die Medal for Merit. Blood on his hands, he exclaimed. Damn it, he hasn't half as much blood on his hands as I have. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.